Vergangenen Monat wurde im Lausitz-Center Hoyerswerda eine Chill-Area für die Jugend eröffnet. Schülerinnen und Schüler des Leon-Foucault-Gymnasiums haben mit Unterstützung von Lehrerin Ute Hoffmann das ehemalige Ladengeschäft in der Mall neu gestaltet. Lausitzwelle berichtete davon. Center-Manager Dieter Henke überreichte zu diesem Anlass eine Gage von 1.000 Euro, die zur Hälfte an das Katzentierheim Hoyerswerda gespendet werden soll, so der Beschluss der fleißigen Gruppe. Dieser wurde nun am 7. November von den Schülern persönlich überreicht. Zudem legte Dieter Henke noch einmal 500 Euro seitens des Centers obendrauf, zur großen Überraschung der Tierheimleiterin Christina Koch. Seit fast 30 Jahren bietet das Tierheim in Not geratenen Katzen Zuflucht, kümmert sich unter anderem um die Kastration verwilderter Katzen, die Rettung von Katzenmüttern und ihren Würfen und sorgt dafür, dass Fundkatzen adäquat versorgt und registriert werden. Die Spende ist daher sehr willkommen und hilft den Katzen, ein glückliches und sorgenfreies Leben zu führen.